Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Wir haben in der letzten Folge, oh Mann, unsere erste Höhlentour geschafft. Oh Mann, scheiße! Und versuchen jetzt irgendwie wieder nach oben zu kommen. Ich habe das früher eigentlich recht easy in Erinnerung. Okay, jetzt klappt's. Man muss bloß die richtige Stelle finden. Komm, hoch. Und es ist wenigstens auch noch Tag, aber es wird gerade Nacht. Okay, gleich mal ein paar Fackeln hingeklatscht. Holz. Da. Wieso drücke ich eigentlich immer das große Caps Lock hier, ey? Will ich doch ja nicht. Zwei Türen, schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Schilf haben wir auch dort hinten, das können wir gleich. Oder Zuckerrohr ist es jetzt. Das könnten wir sogar gleich anbauen bei uns in der Ecke. Da haben wir ja einen kleinen Strand. Okay, das können wir morgen früh machen. Erstmal die Butze zu hier. Noch den Boden verkleiden. Das ist ein bisschen ungünstig, dass wir da direkt so eine riesen Höhle unter uns haben. Das wird dann mit dem Keller vielleicht doch nicht so einfach. Wie... Achso, da sind die Fackeln. Würde schon sagen, alle weg. Und vielleicht sollte ich dann morgen auch noch ein paar Fackeln... morgen sei ich schon. Am nächsten Tag. Logischerweise morgen. Ein paar Fackeln auf die Nachbarinsel setzen. Damit da nachts vielleicht nicht unbedingt was vorbeikommt von dort. Alles IO? Scheint so. Was ist denn das? Ach, das ist ein Skeletttyp, ja. Der sieht uns scheinbar noch nicht, finde ich ein wenig. Na gut, ist vielleicht ein bisschen weiter weg. So. Gucken wir erstmal, was wir ablegen können. Dann kann ich eigentlich auch mir gleich einen Ofen bauen, oder? Aber für 6 Eisendinger lohnt sich das Ding eigentlich fast noch her nicht. Behalte ich erstmal. Den Sand brauchen wir auch nicht, Schwarzpulver auch nicht. Nö. Die Äpfel packe ich hier hin. Die Feder, nö, die Kohle behalte ich. Birkenholz brauche ich jetzt auch noch nicht. Zack, zack. Dem Stock, nee, doch, behalten wir. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt während der Nacht? Ich könnte... Versuchen wir das Zuckerrohr zu holen, aber das wäre eine interessante Sache. Der könnte uns erwischen und mit Pfeil und Bogen ist ein wenig gefährlich da. Ich baue mir jetzt sowieso erstmal noch ein paar Bäumchen hier hin. Damit ich hier auch noch ein bisschen Holz abernten kann. Oh yeah. Mal gucken, ob er anklopft. Das habe ich ja noch nie erlebt, so wirklich. Ey, komm hoch. Arschloch. Noch einer. Arschloch. Nee, er klopft nicht an. Oh. Sau. Level 2 haben wir. Wo ist der andere da? Na komm, put.
ein wenig giftiges Fleisch. Nicht gut. Aber im Notfall kann man das auch futtern. Will noch jemand Kloppe hier? Nö, gut. Mann, jetzt haben wir schon 5-mal verrottetes Fleisch. Herrlich. Oh, das ist doch nicht normal. Der Typ sieht uns. Das Skelett nicht, aber der Typ. Da muss ich definitiv fucking hinsetzen. Auf die kleine Insel da auch. Schade, dass das jetzt nicht... Ah, noch ein Zombie, ey. Nicht unsere Standardbehausung werden kann. Na komm. Put. Nee, komm. Nee, was habe ich hier? Nee, was habe ich hier? Ein Schwert. Ich traue mich nicht recht rüber zu schwimmen. Aber ich traue mich, Holz zu holen. Ich hoffe, es sind noch keine bösen Wassertierchen da. Nicht, dass wir jetzt beim Schwimmen schon sterben können. Oh, ein Skelettbogenschütze. Warum sie eigentlich keine Skelett-Schwertkämpfer gemacht haben, ist mir auch ein Rätsel. Würde ich begrüßen irgendwie, wäre cool. Aber wahrscheinlich auch zu kompliziert. Vielleicht bauen wir auf die eine Insel so einen kleinen Wachturm hin. Spinnen und... Ist das ein Spinnenreiter? Nee, ne? Nee. 2 Skelette und eine Spinne. Auf dem kleinen Platz da. Und die sehen uns nicht, das ist mir ein Rätsel. Raff ich nicht. Raff ich einfach nicht. Ich würde fast sagen, mein Staffelziel ist dann erstmal diese 4 Inseln oder vielleicht auch 5, ich weiß nicht. Ich glaube, das waren 4 jetzt. Irgendwie miteinander zu verbinden. Und dort was Ordentliches aufzubauen. Ich denke mal, auf die große Insel werde ich irgendwie kleine Felder basteln, dass wir wenigstens Nahrung haben. Eine Tierzucht wird schwer. Wir haben zwar Schafe da, aber das war's dann auch. Das kann man höchstens für Wolle verwenden. Ich glaube, fressen droppen die ja nicht. Und die anderen Tiere herzubekommen wird auch schwierig. Das einzige, was ich dort noch hier irgendwo hinsetzen könnte, wäre so ein Hühnerkäfig oder so. So, es wird hell. Kriegen wir hier noch ein paar kleine Samenbäumchen, Setzlinge. Scheinbar nichts weiter. Gut, denn nicht. Dann kann ich hier wenigstens aber schon mal ein paar Fackeln hinsetzen. Dürfte reichen. Verbrennen die jetzt? Wo sind die denn hin? Hä? Skelett ist noch da, aber wo ist die Spinne und wo ist der andere? Brennt da, gut. Oh, jetzt hat er uns gesehen, glaube ich. Oder auch nicht. Er guckt so komisch rüber.
Oh nee, jetzt brennt er nicht mehr. Zeit für eine Attacke, würde ich sagen. Hallo. Nicht. Nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dann könnte ich ja fast an mein Häuschen im Keller so einen Eingang zum Dungeon machen oder so. Wobei ich da auch nicht so ein Fan von bin. Ich möchte unter meinem Haus nicht wirklich was Gefährliches haben. Und ein Eingang zu einer Bahnstation, finde ich, passt auch nicht so wirklich. So, die Setzlinge, erstmal die Insel sichern. Dann kann ich mir die Setzlinge immer noch holen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin ein totaler Sammlertyp bei diesem Spiel. Ich möchte nicht, dass irgendwas verloren geht. Ich meine, klar, alles nehme ich dann auch nicht mit, wenn das Inventar voll ist, aber so möchte ich irgendwie die Setzlinge nicht verkommen lassen. Auch wenn wir davon jetzt schon einen Haufen haben. Die Frage ist auch, wo setze ich noch Setzlinge hin, wenn wir das ganze Gebiet hier urban machen. Kann ich ja kaum noch Bäume pflanzen eigentlich. Ich hoffe, dass jetzt kein Creeper in der Nähe. Die blödesten Mobs überhaupt. Erstmal die Gegend abchecken. Haben wir dann Kuh? Ne, ist ein Schaf. Okay, da haben wir nichts weiter. Das ist sehr gut. Lalalalala. Ich glaube, das Schilf nehme ich hier gleich mit rüber auf meine kleine Insel, dann kann ich das da erstmal anbauen. Ach, ohne Anbindung gefällt mir das hier überhaupt nicht. Verdammt. So, wo waren das? War das nicht hier um die Ecke? Bin ich jetzt so doof? Ach da. Tja, na, hier könnte man natürlich auch noch die Insel vergrößern. Hier ist natürlich viel Platz, da könnte man Erde raufklatschen. Und sich so noch eine Insel erschaffen würde, könnte man das Ding auch noch mit einbinden. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, den Lehm möchte ich mir... Ist das Lehm? Ja, das ist Lehm. Möchte ich mir jetzt auch noch schnell holen. Ah, wir haben eine Schippe dabei, dann geht es schneller. Nochmal. Nochmal. So. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal eine Spitzhacke. Mö. 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 Meine liebsten Freunde, die Mös. Ich mir vielleicht noch eine hier in der Mitte setzen. Wobei ich glaube eh, dass es zu wenig ist. Aber egal.
holen wir uns erstmal noch eine ordentliche Axt. Aber erst in der nächsten Folge. Spitze, bedanke mich. Bis dann.